So, heute bin ich mal wieder in Videolaune und wir testen heute gleich zwei neue Sachen. Ja, da ist zum einen dieses wunderschöne Glas von Grolsch. Das würde ich natürlich am liebsten standesgemäß mit einem Grolsch-Kanonenbier testen, aber das ist mir jetzt um die Zeit noch zu heftig, dann muss ich Mittagsschlaf machen und das passt leider heute nicht. Insofern testen wir hier das fantastische Zündstoff oder den Zündstoff vielmehr. In der 0,5 Liter Dose kommt dieses Original Lagerbier hell mit 4,8% Volumen daher. Macht erstmal einen schönen Eindruck, die Dose. Ja, Zündstoff. Ja, das erinnert mich an was. Aber gut, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt. Wunderbar. Dann wollen wir das Ganze mal testen. Ein helles Lagerbier. Sehr schön. Aus dem wunderbaren Grolschglas. So, dann geben wir das Ganze mal hier rein. So, ja, das kann ruhig stehen bleiben. Brauche ich jetzt nicht umwerfen. Okay, da haben wir erstmal eine schöne helle Farbe. Eine wunderschöne Perligkeit. Ja, wie das perlt. Richtig schön. Der Schaum ist recht feinporig von oben betrachtet. Ja, nur eine kleine Kraterbildung, es bilden sich so ein paar Bläschen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Macht in diesem wunderschönen Glas einen hervorragenden Eindruck. Mal riechen. Ja, schöne Hopfennote. Aber jetzt nicht besonders stark. Okay, dann probieren wir mal den Zündstoff. Ja. Ausgewogener Geschmack erstmal. Nicht so perlig im Mund, wie man denkt. Ist eine angenehme Perligkeit. Jetzt kein großes Prickelerlebnis, so wie es im Glas aussieht. Lässt sich aber sehr gut trinken. Auch eine angenehme Hopfennote. Absolut jetzt nicht irgendwie zu penetrant, der Hopfen. Malz schmecke ich an dieser Stelle erstmal gar nicht raus. Ich habe aber auch eben was Süßes gegessen. Das verzerrt immer so ein bisschen den Geschmack, finde ich. So, wir geben nochmal ein bisschen was hier rein. Ja, wunderschön, wie das hier vor sich hin perlt. Macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Ja, wenn es ein bisschen länger im Mund bleibt, kommt auch eine feine Hopfennote durch. Also, schmeckt sehr gut. Schönes Bier, habe ich auch so noch nicht von gehört. Erfährt man noch irgendwas, wo das herkommt? Ah, Privatbrauerei Eichbaum. Ja, die Eichbaumer Brauerei kennt man. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, was die noch machen, aber das ist mir ein Begriff. Schmeckt sehr gut und vielen Dank dafür.